Herzlich und willkommen zu unserer ersten Episode Vagarage. Heute machen wir die Bestandsaufnahme des tollen neuen Kfz von Herr Fabian. Ja, ich muss hier filmen, deswegen ist der vor der Kamera. Genau, aber ich kann es noch viel besser erklären. Genau, er ist der Autoprofi. Okay, exakt. Und zwar haben wir hier einen wunderbaren E39 aus dem schönen Jahre 98. Wahre Kenner wissen, dass zwei Jahre früher die wahre Elite geboren wurde. Willst du damit sagen, du bist etwa 25? Nee, mein Alterungsprozess funktioniert ja etwas anders als bei den normalen Menschen. Amateure. Genau, ein E39 aus dem Baujahr, aus dem schönen Jahre 98 mit einem Reihen-Sechszylinder. Obacht, Reihen-Sechszylinder, ja, da muss ein Platz in der Motorhaube sein. Wie viel Hubraum hat das Ding? Alle? 2,8 Liter. Das ist eine fucking Hornisse. Ist weg. 2,8 Liter, richtig. In etwa 2,8 Liter. Weil es ein Voll-Facelift-Modell noch ist. Ist ein Voll-Facelift-Modell, das wollte ich auch noch sagen. Genau. Deswegen haben wir natürlich auch schon die neuen Lichter drin, weil es ein Vor-Facelift ist. Und die M-Stoßstange, die gehört nämlich auch zum Vor-Facelift-Modell. Die ist nämlich so breit, dass man die auch als Sitzbank nutzen kann. Hey, das Gute ist, die wurden zum Glück schon dran gemacht, damit das Auto natürlich besser aussieht. Ne? Die Anhell-Eyes, die sind leider in etwas gelblicherem Ton, also nicht die grellen neuen, sondern in einem gelblichen Ton. Ich finde sie persönlich in gelblich sogar noch schicker. Finde ich auch. Führ uns doch mal rum, genau. Hier sehen wir, dass die Fenster alle offen sind. Das ist noch verschlossen, weil es auch gar nicht funktioniert. Hier haben wir einen kleinen Rost. Ja. Das ist eine der kleinen wenigen Roststellen, die dieses Auto hat. Was man aber auch von einem 23 Jahre alten Auto erwarten darf. Die nächste Roststelle ist natürlich in diesem super riechenden Kofferraum, der schon etwas futsch ist. Und zwar hier oben an der Kante. Aber das haben sie alle etwas gerne. Dann, genau, mach mal den Geruchstest, das ist auch immer sehr wichtig. Als wir das Auto gekauft haben, war es noch nicht so warm. Muss aber ganz tief im Kopf rein und ziehen. Ist schon wieder entrochen, etwas. Aber er stinkt noch dermaßen. Das ist schon du den Geruch verschreiben? Ekelhaft. Was auch erwähnenswert ist, wir haben hier hinten PDC-Sensoren. Allerdings funktionieren die nicht, weil kein Kabelbaum gelegt wurde. Ja, die Überlegung ist, wahrscheinlich eine neue Leiste zu kaufen und das einfach rauszuschmeißen. Oder PDC einzubauen. Ja, mal gucken. So, ein wahrer Kenner von gebrauchten Kfz hat natürlich immer diesen Zauberstab dabei, um zu testen, ob das Auto auch hochqualitativ lackiert wurde oder sogar nachlackiert wurde. Du. Ob nicht gespachtelt wurde, ist eher so die Sache. Genau. Man kann hier auch messen mit diesem Farbskala, wie extrem das ist. Die sind aus Alu, die sind nicht aus Stahl. So soll es natürlich auch sein. Aber hier, die sind sehr, nicht lidschäftig, sondern sehr schmutzig behandelt worden. Oh, da hast du sogar Macke drin. Ja, überall. Oh, was sehe ich hier? Das hängt ein bisschen. Ah, genau. Was auch noch erwähnenswert ist, ist diese Dinger, wie man auch immer die nennen möchte. Das nennt sich Kotflügel. Kotflügel, ja. Wurden umgekrempelt. Umgekrempelt, so nennt man das. Die Vermutung ist, das Auto war wahrscheinlich mal ein bisschen tiefer und die Reifrät waren wahrscheinlich mal ein bisschen weiter draußen. Genau. Räder, so wollte ich das sagen. So. Ja. Setzen wir uns in das gute Exemplar hinein. Ich frage mich, ich mach dir mal hier die Tür auf, damit du auch schön reinfahren kannst. Und ich setze mich natürlich auf den Fahrersitz. Du kommst mal rumgelaufen, genau. So, steigen Sie ein in die gute Stube. Ist natürlich nicht auf mich angepasst. Dreckiges Dach wird natürlich von uns auch gemacht. Die Vermutung ist, dass natürlich hier 30 Jahre lang drin geraucht wurde, bevor das Auto sogar gebaut wurde. Tatsächlich eine Vermutung. Dann haben wir hier überall diese Leisten, die so da hängen. Ja, die kann man einfach rausziehen. Clips sind sehr viele kaputt auf jeden Fall. Kann man tatsächlich einfach rausziehen. Ja, mach's wieder dran. Lass es einfach. Mach's nicht noch mehr kaputt. Egal. Dann, das kann man einfach rausziehen. Den macht jetzt nicht raus, das geht mir scheiße rein.
Gehört auf jeden Fall auch nicht dazu, soll auch wieder ein originales rein. Ja, oder ein schönes anderes, weil das genau. Ist ein Drecksradio. Wir haben hier die wunderbare Nussbaumholz-Zierleisten. Nussbaum, ja. Schnauze! Natürlich eine Gangschaltung, wie das der Fabian gerne hätte. Ich hätte eine Automatik genommen. Sehr viel Spielraum bei dem Gang, muss man sagen. Wie so ein Mixer, wie so ein Mixstab. Ja, aber die Kupplung kostet auch nur 100 Euro oder so. Die Kupplung, das Getriebe meinst du? Ja. Alles dasselbe, ne? Irgendwas, Hauptsache fährt. Wir haben hier übrigens auch irgendwie einen Heckrollo-Schalter und kein Heckrollo. Was das soll, weiß keine Sau. Schiebedach wolltest du noch erwähnen? Schiebedach geht auf. Ja, aber sehr, sehr schwergängig, deswegen lassen wir das jetzt erstmal. Aber es muss wahrscheinlich nur geölt werden. Gefettet. Hier die Sitze sehen auch scheiße aus. Sehr mitgenommen, obwohl es eigentlich sehr hochwertiges Leder ist. Und die Sitze sind auch äußerst bequem, muss man sagen. Ich finde es schon ein bisschen durchgesessen langsam, muss ich sagen. Vielleicht kommt eine gebrauchte Garnitur mal rein. Ist auf jeden Fall auch nicht so teuer. Alles in einem Auto ist günstig. Wichtig ist auf jeden Fall zu erwähnen, dass wir noch ein neues Telefon brauchen, weil wer liebt es nicht? Mit dem kann man telefonieren im Auto. Klassiker mit dem E39. Da kommt eine SIM-Karte rein, die ist so groß wie eine Kreditkarte. Ja, da wolltest du doch mal hinten zeigen, ja. Steig mal aus am besten. Oh, da liegt noch Zeugs rum. Ja, ist egal. In Ordnung, weil das brauchen wir nämlich auch. Da habt ihr schon mal einen kleinen Sneak Peek auf nächstes Mal. Heißt das so? Ja, ne? Genau, das wollte ich auch sagen. Testen wir. Was machst denn du da? Das geht nicht. Und wenn ich hier aufmache, reiße ich fast den ganzen Türgriff raus. Ja, da fehlt eine Schraube. Wahrscheinlich wird es immer komplett abgemacht, wie auch immer. Ja, sonst ist hinten eigentlich alles in Ordnung. Bis eben das Fenster, das hat man ja schon erwähnt. Und die Mittelarmlehne, die hat auch keinen Rückhalt mehr, weil das weggeschnitten wurde. Oh. Der Rückhalt. Ich glaube aber tatsächlich, da ist ein Skisack drin gewesen. Bei ja, mir das war auch damals. Und hier fehlt noch ein B vom BMW. Ein B. Genau. Innen ist übrigens auch nicht nagellackiert. Wollte ich noch erwähnen. So, und jetzt kommen wir noch zu einem kurzen Fahrtest. Wir wollen ja. Ich wollte es erst mit dem Motorraum zeigen. Erst den Motorraum und dann kommen wir zu einem Fahrtest. Hier sehen wir das tolle Logo von BMW. Da kommt natürlich eine klassische Kühlergrillfigur von BMW hin. Und jetzt öffnen wir diesen Spaß. Übrigens 98, ja. Und schon deutlich fortschrittlicher als VW heute. Nämlich hydraulische Motorhaubenöffner. Denn VW hat hier immer noch einen Stab, den man einhängen muss. Lass doch mal los. Oh, es hält. Zauberei ist das, ja. Kann sich VW mal eine Scheibe abschneiden? Was sagst du denn zu diesem Motor? Sieht nach 6 Zylindern aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was sage ich dazu? Nee, er läuft sehr gut, sehr rund. Was man wahrscheinlich hört und sehr laut ist. Genau. Außerdem vermuten wir, dass er nicht nur 180.000 drauf hat, sondern knappe 300. Das weiß ich nicht, der wird wahrscheinlich ausgelesen, dann werden wir es sehen. Ja, lassen wir uns da mal überraschen. Selbst wenn, ist es keine finanzieller Untergang. Fahrtest. Wir sind jetzt beim Fahren. Leider hat unsere Halterung von der GoPro das Ganze nicht mitgemacht. Deswegen müssen wir jetzt so ein bisschen amateurhafter durchfilmen. Ja. Der Fabian, in Zukunft sollten wir sicher so einen Saugnapf für die Scheibe kaufen, dann genau. Hat sich das Problem gelöst. Fabian sitzt hier direkt nebendran und fährt die Karosse. Genau. Wir haben jetzt übrigens hier diesen Schmuder. Haben wir jetzt komplett weggemacht. Das ist besser so. Es hat schon mal nicht gehalten. Dann erzähl doch mal was vom Fahrgefühl. Wie fühlt sich denn alle zwei Fahrer? Das ist einfach geil. Es ist ein E39, dazu braucht man glaube ich nicht viel sagen. Fühlt sich sehr gut an. Wie fühlt sich das Ding denn beim Fahren an? Vom Handling her ist es auf jeden Fall noch top. Ja. Fahrwerk arbeitet sehr gut. Es klappert nichts, ruckelt nichts. Naja, im ersten Gang schon, oder? Weiß ich nicht genau, was das ist. Es klappert auf jeden Fall etwas. Ja. Wenn man nicht Gas gibt und einfach rollen lässt. Hört man das jetzt auch? Achtung, Windgeräusche. Keine Ahnung. Nee, also man hört es tatsächlich irgendwie nur im ersten Gang. Es ist so ein Klappern, ja. Keine Ahnung, was das sein könnte. Wir wissen es nicht genau. Was sagst du zur Klimaanlage? Kommt die warme Luft unten raus? Nö. Aber ich saß neulich hinten bei der Probefahrt und da kam tatsächlich
Warme Luft hinten raus, und zwar sehr, sehr warme Luft. Also es war nicht nur ein bisschen warm, sondern es war eigentlich schon eher heiß als warm. Aber hier vorne ist eigentlich alles kühl, bei dir auch, ne? Radio funktioniert eigentlich auch, die ganzen Knöpfe aber irgendwie nicht. Aber wir wurden bei der Heimfahrt vom Abholen mit wunderbarer Musik von Modern Talking, was? Modern Talking begleitet. Das ist nämlich die DVD, die da drin ist tatsächlich. Genau. Ja. So viel zum ersten Fahreindruck. Ich denke mal, weitere Sachen kommen dann. Auto soll wahrscheinlich sogar noch tiefer gelegt werden. Das hat man vorhin noch vergessen bei der Vorstellung. Sonst noch alles zu seiner Zeit, ja. Wie gesagt, es werden erstmal die Instandhaltungsarbeiten gemacht und dann sehen wir weiter. Genau. Erstes Video ist übrigens dann das Reinigen. Und dann machen wir auf jeden Fall nochmal einen tollen Werkstattbesuch. Das war's mit unserem ersten Teil der Wagarage-Videos. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlecht geworden. Wir machen das ja zum ersten Mal und dann müssen wir mal gucken. In Zukunft wird das natürlich besser, wir müssen auch dran arbeiten. Aber jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder ein. Ciao. Ihr schautet? Ja. Sollen wir nochmal neu drehen? Nee.